Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day- und Swing-Trading-Sektion der Formationsdata am Freitag, dem 20. Februar 2015. Und beim DAX passiert gerade gar nichts. Alle schauen nach Brüssel und alle wollen erstmal diese Entscheidung abwarten. Wenn wir technisch bleiben, dann muss man sagen, das, was hier passiert, ist mehr bullisch. Starke Ausbruchsbewegung über das Allzeithoch mit sehr viel Volumen. Sehr überkaufter Markt, der aber dann nicht über den Preis, sondern über die Zeit konsolidiert. Und wir nähern uns immer mehr dieser Widerstandszone und die Bounces nach unten werden immer kleiner. Sieht aus wie ein kleines aufsteigendes Dreieck. Technisch ist diese Bewegung 11.200 bis 11.400 deutlich wahrscheinlicher. Allerdings ist das jetzt natürlich politisch. Das, was jetzt gerade passiert, was ich glaube, aber was interessiert den Markt, was ich glaube, ich glaube, das ist ein Säbelrasseln bis zur letzten Sekunde und dann gibt es eine Einigung. Allerdings ist die Frage, ob man jetzt für sein Gesamtdepot mit dem Glauben arbeiten will. Ich persönlich will es nicht tun. Was ich nicht möchte, und es sieht ja so aus, als würden wir die definitive Nachricht erst nach Xetra-Schluss bekommen, dann vielleicht Freitagnacht, Samstagvormittag, vielleicht Sonntag, vielleicht auch erst Montag, wie auch immer. Es kann halt hier eine Lücke geben. Und die Frage ist, ob man jetzt mit seiner gesamten Position im Markt bleiben will, um ja nichts zu verpassen, oder ob man sagt, okay, ich will zumindest das Risiko aus meinen Positionen rausnehmen. Insofern, als das Stop-Loss nachziehen vielleicht nicht so hilfreich ist, falls es eine Lücke geben sollte, sondern dass man insgesamt das Risiko aus dem Markt mehr reduziert. Nochmals, technisch diese Bewegung wahrscheinlicher. Wenn die sich nicht einigen sollten, dann weiß ich nicht, ob es dann 10.800 das Ziel ist oder 10.550, das muss der Markt uns zeigen. Nur 10.800, fast nicht vorstellbar, falls es keine Einigung gibt. Und dann wird 10.550 in Fokus kommen und wenn es dann das auch nicht sein sollte, dann ist die Zone im Bereich von 10.350 in etwa. Jetzt kann man darauf spekulieren. Jetzt den DAX kaufen und sagen, die werden sich schon einigen. Oder man kann den verkaufen und sagen, die werden sich nicht einigen. Und dann kann man sich Montag entweder freuen oder an den Kopf fassen und sagen, um Gottes Willen, was habe ich da gemacht? Ich persönlich ziehe es vor, der aktive Part hier zu sein und das Risiko in meiner Hand zu haben, auch wenn der Markt mir Unsicherheiten gibt. Wenn man sich, und ich weiß, ich wiederhole mich, wenn man sich die US-amerikanischen Indizes anschaut, wenn man sich die einzelnen Sektoren anschaut, wenn man sich die Assetklassen anschaut, die den sicheren Hafen widerspiegeln, sieht alles nach bullischer Fortsetzung für die Indizes aus. Und deswegen muss ich jetzt auch nicht panisch aus dem Markt springen. Ich will aber hier ganz bewusst mein Risiko anpassen. Und das, was wir heute schon gemacht haben, ist, bei SIX hatte ich Ihnen gestern ja gesagt, Mensch, gut, was der Markt hier macht. Der hat dann gestern tatsächlich nochmal 3% draufgepackt und ich hätte gesagt, dann wäre das erste Ziel bei 37, wir machen dann die 36,90 als Tageshoch. Und man muss dazu sagen, wenn man sich das einmal auf Wochenchartbasis anschaut, wo habe ich denn eigentlich den Wochenchart? Den habe ich hier. Also, verzeihen Sie, wenn man das hier so da draufpackt, also das hochnimmt, dann muss man sagen, zurück, 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 ganz weit zurück als Sixth, hier in den Markt gekommen ist, da ist nämlich noch das Allzeithoch und da kämpfen wir gerade damit. Und das ist eine Widerstandszone, es ist fraglich, dass irgendjemand noch von damals seine SIX-Aktien hat. Das ist ja auch eine entscheidende Frage. Technisch ist das ein möglicher Widerstand, erstens. Und zweitens ist es so, SIX hatte ja seinen initialen Ausbruch hier. Das war die erste Impulsbewegung, das ist die Konsolidierung. Und die zweite Impulsbewegung ist hier losgegangen. Der hat, wie gesagt, Potenzial 37, 38 möglicherweise darüber hinaus zu gehen. Rein technisch ist das das Wahrscheinlichere mit dem, was man über den Tag und über die Woche sieht. Das sind jetzt für uns mit der Zweidrittel-Risikoposition waren das knapp 5%. Wir haben den Gewinn realisiert und haben hier unser Risiko angepasst. Das ist das, was ich mache für mein eigenes Depot. Und das Gleiche habe ich, hat Ihnen zum Beispiel TUI AG gezeigt und bei der TUI AG hatte ich Ihnen gesagt, dass das hier ein Bull Pullback ist und dass es interessant wäre, wenn wir hier diese Bullenflagge bullisch auflösen. Und auch hier ist das hier jetzt eine Zone, da bin ich über die Stunde reingegangen, da packe ich jetzt meinen Stop über die Stunde immer wieder enger und kurz vor Handelsschluss werde ich diese Position schließen, weil ich nicht das Risiko übers Wochenende mitnehmen will. Wir haben aber Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Wir haben nur das Allzeithoch
Und ist das ein Allzeithoch oder Mehrjahreshoch? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist ein Mehrjahreshoch, verzeihen Sie bitte. Und das ist eine High Base und er kann das fortsetzen. Aber meine Zeiteinheit ist hier über die Stunde und entsprechend ganz enger Stop. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit dieser Situation umgehen möchte. Ich kann Ihnen noch eine Sache sagen, zum Beispiel beim Nasdaq 100, da haben wir miteinander über diese Bullenflagge gesprochen. Richtig schöne Formation. Hauptbewegung, konsolidierende Nebenbewegung, Ausbruch haben wir getradet. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 kerzenhöhere Hochs gemacht. Wir hatten gesagt, erstes Ziel ist 4,4. Der Markt hat aber übergeordnet Potenzial, sogar auch 4,5 zu machen. Das kann er auch machen. Wir werden aber auch hier unsere Position anpassen, Teilgewinn realisieren und wenn der Markt dann weiterläuft, wunderbar, werden wir machen. Unseren anderen Positionen werden wir weiterlaufen lassen, weil selbst wenn dann eine Lücke entsteht, ist es kein Risiko fürs Gesamtdepot, denn das, was ich nicht möchte, und ich hoffe, dass das verständlich ist, möchte nicht am Ende des Tages ganz, ganz viele tolle Buchungsgewinne gehabt haben und dann aus diesen Gesamtpositionen ein Gesamtminus zu machen. Und das ist das, was wir machen im Sinne der Risikokontrolle. Wieder mit dem technischen beschäftigen. Talangs hatte ich Ihnen gezeigt, dass der Markt hier eine trendbegrenzte Linie bullisch aufgelöst hat. Wir aber noch nicht übers Allzeithoch sind. Wir machen gerade eine High Base. Ich würde hier warten. Natürlich auf den Montag warten. Wenn es eine riesige Lücke gibt, ist es nicht interessant. Wenn der Markt aber nicht mit einer riesigen Lücke nach oben geht, sondern rein technisch sauber diese Widerstandszone aus dem Weg räumt, dann ist eine Fortsetzung wahrscheinlicher. Aber auch hier muss man wissen, erster Impuls, Konsolidierung und wir gehen in den zweiten Impuls rein. Es ist kein frischer Ausbruch, der hat hier schon stattgefunden. Auch darüber muss man sich im Klaren sein. Was ich Ihnen noch übergeordnet zeigen möchte, ist Tipp 24 SE, heißt ja jetzt Yield Network, die haben sich ja umbenannt. Was wir hier gesehen haben, war ja ein ziemlich hässlicher Ausverkauf mit richtig viel Volumen. Dann haben wir hier nochmal eine offene Kurslücke gehabt, das war nach Zahlen, auch mit Volumen. Und genau in diese Zone läuft der Markt jetzt rein. Der schafft es zwar gerade, eine potenzielle Bullenflagge bullisch aufzulösen. Was sehr interessant ist das Volumen hier auf der aufwärts gerichteten Seite und dann haben wir hier kein Volumen. Allerdings laufen wir jetzt genau hier in diese Ausverkäufe rein. Das heißt, hier gibt es einmal potenziell und zweimal potenziell Leute, die hier noch auf ihren Aktien sitzen und darauf warten, dass sie im Break-Even rausgehen. Zumal diese Zone auch eine wichtige horizontale ehemalige Unterstützungszone ist, die dann zum Widerstand wurde. Und wir haben noch eine fallende Linie, die haupttrendbegrenzende Linie seit dem Hoch im Mai 2014, ganz viel Widerstand. Deswegen würde ich das nicht traden. Sondern es wäre viel, viel interessanter, wenn wir das alles hinter uns gelassen haben und der Markt dann über diese 34,34 drüber geht, dann hat er richtig Platz in Richtung 50 zu laufen. Das heißt, wir schenken in Anführungszeichen der Markt ganz viel Bewegung und gewinnen dafür Sicherheit, wenn er hier nämlich diesen Ausbruch geschafft hat. Und dann würden wir in Richtung des Trends, falls er das macht, dann weiter arbeiten. Abschließend will ich noch etwas aus meiner persönlichen Sicht sagen. Ich mache das ja immer so, dass ich am Wochenende alle DAX, MDAX, TecDAX, SDAX-Werte mir anschaue. Dann haben wir ja den fundamentalen Screen bei den US-amerikanischen Werten. Das sind dann in etwa 80 Aktien, die reduzieren wir dann auf 50. Die muss ich mir auch alle angucken. Und das sind dann die Werte, die ich in der kommenden Woche mir anschaue. Also nicht dann alle SDAX, TecDAX und so weiter und so fort, sondern ich habe dann so eine Watchlist von ungefähr 50, 60 Aktien, wo ich sage, okay, die können für die kommende Woche interessant sein. Ich fürchte nur, ich werde das ganze Wochenende da sitzen und mir irgendwas überlegen. Und am Montag gibt es eine große Lücke, entweder in die eine oder andere Richtung. Ist nicht gerade besonders motivierend, dieses Wochenende sich hinzusetzen, mit dem Wissen, dass wir vielleicht Montagmorgen aufwachen, auf den Chart gucken, wir möglicherweise einen veränderten Charakter des Charts haben werden. In dem Sinne, traden Sie smart. Wann immer wir das Risiko nicht mehr einschätzen können, wann immer wir Risiken haben, dass große Lücken entstehen, sollten wir uns nicht nur für die Chance interessieren und sagen, oh ja, die einigen sich und das wird eine super Lücke und dann mache ich ganz viel Kohle, sondern dann sollten wir im Sinne der Risikokontrolle dann entsprechend unsere Position anpassen, damit wir A, das Wochenende genießen können und B, wenn das Unwahrscheinlichere passiert, das Jahr ist noch so jung und es gibt noch so viele Setups und Ausbrüche, Sie können sich das gar nicht vorstellen.
Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, selbstverständlich haben wir noch eine Wochenendausgabe für Sie bei den Rohstoffen. Silvio ist nachher für Sie da mit einer neuen Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und dann geht es natürlich am Montag wie gewohnt an dieser Stelle weiter. Mein Name ist Hamed Esnaschari und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende.